Darf ich wenigstens schießen? Danke. Nein, darf ich auch nicht. Okay. Ich sollte vielleicht nicht immer vergessen, meine anderen Skills zu nutzen auf dem Stormtrooper. Vielleicht wäre ich dann auch etwas besser hier. Welche Skills vermisst du denn? Oder lässt du vermissen? Gar keinen. Och, ach so, ja gut. Ja, dann ist das natürlich... Da könntest du ja mal auf YouTube die Plants vs. Zombies Win Without Skills Sachen machen oder Level so. Level 2 Without Skills. Oh, endlich habe ich mal... Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ich hatte einen Butterschwall zugeschwammelt. Ich hatte Butter. Neutralisiere 12 Zonen in Subibubi. Okay. Okay, Punkt A. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Das ist noch schlimmer als sauer. Oh, ein Kuchenschnapper und der hat mich gekillt. Das ist schon so schnell? Ja. Alter, diese Sonnenblume, die war echt hart und haarig. Es? 11 Kills. Wow. Da macht nix. Mal kurz durchlupen, meinen Nebel werfen und dann wieder zurückgehen. Komm, jetzt ziehe ich die Kanone schon, bevor ich durchgehe. Ach, verflixt, ich muss besser zielen. Ansonsten ist die Idee gar nicht so schlecht. Aua, auch mal eine Blume. Kontrolle zurückerobern, aber ich glaube, das wird nichts mehr, denn wir haben schon verloren eigentlich. Ja, doch. Das wird kein gutes Ende nehmen. Nein, hat es doch nicht genommen. Okay, das war natürlich total einfach jetzt. Für die Pflanzen, ja. Da haben wir jetzt... Die Welt ist echt schlimm, ja. Ich mag die Welt sowieso nicht, das ist einfach... Da bräuchten wir mehr Superbrains. Wir brauchen mehr Hirn. Hirn. Hirnis. Oh, guck, der hat ein Murmeltier in den Haaren. Oh, ist das süß. Oh, jetzt ist es weg. Der war voll cool. Das ist der Zoologe. Ach, okay. So, jetzt mache ich erstmal hier... Ich kann sogar zwei 15er Päckchen aufmachen. Oh mein Gott, du. Oh ja. Ach, der Cricketspieler. Ich hab einen neuen Soldaten. Superkommando. Ich habe eine Zombie-Gleichungsbrille. Da steht oben drüber E ist gleich ZC Quadrat. Ich habe eine Brille mit Riffelchips davor. Oh, die ist schön. Der Flower Power Zauberstab für die Rosi. Der ist echt schön. Auf jeden Fall ist er nämlich gut, dass ich ihn dir gezeigt habe. Nicht passend zu deiner Blume. Ich finde, der passt hier zur Feuerblume, aber schön finde ich den trotzdem. Ich habe nicht gesagt, dass ich den nicht schön finde. Oh, ich habe einen Mülltonnenhelm für den Brains. Sehr gut. Das passt ja zu ihm. Ah. Ein Haar von Tüll gehört in den Müll. So ist es heutzutage. Wenn was nicht passt, weg damit. Ja, nein. Vielleicht. Wenigstens vielleicht. Komm schon. Eventuell. Ja, gut, damit kann ich auch noch leben. Es war kein vielleicht. Aber sowas in der Art. Ungefähr. Das Kolosseum. Das habe ich immer noch nicht gespielt. Da sind Long-Range-Charaktere ganz gut in dem. Okay, dann spiele ich jetzt den True. Ach nö. Jetzt bin ich. Jetzt bist du Pflanze. Ja, ich will jetzt zu den Zombies. Ich bin auch Pflanze, das heißt, ich spiele meinen Kaktus. Und zwar die Zen-Kaktee. So, ich bin jetzt euer Gegner. Sehr schön. Da habe ich ja endlich mal was zum Abschießen. Das sagt der, der sich in einer anderen Folge noch beschwert hat. Ich weiß nicht mehr, welche. Da wäre gerade eine Session aufnehmen, dass ich ihn immer mit der Sonnenblume abschieße. Spielst du Sonnenblume? Nein. Siehst du? Wir werden ja sehen. Ich werde meine Äuglein offen und wachsam halten. Das hier ist doch schon die Kadi, ich weiß es. Das da oben ist sie! Hundertprozentig. Es gibt nur einen Wissenschaftler, der die Meeresbiologen spielt. Und du wurdest gerade gegessen, kann das sein? Nein. Ah, wo ist sie? Hidden? Kadi!
Billy! Buddy! SpongeBob! Esel! Darf ich summen? Du kannst lauter summen, wenn du mir näher kommst, aber da. Das weiß ich, das ist sie. Doch nicht! Oder? Nee. Seid willkommen in dieser Duloc-Welt. In dieser was Welt? Duloc-Welt. Freundlich sein und nicht barsch, putz die Schuhe, wisch den Mund. Boah, was ist das wieder für eine Sicht? Ich meine Kamera spackt, ich kann mich nur selber ins Gesicht gucken. Ich sehe überhaupt nichts mehr außer mich selber ins Gesicht. Ich kann nicht spielen. Wie selbst der Liebhaber. Ich kann nicht spielen. Was sind das für eine Rotze? Oh Mann. Super. Bester Kamerabug. Den habe ich jetzt schon das x-te Mal gehabt, dass ich nach dem Respawn mich selber angucke die ganze Zeit und nicht mehr sehe, wo ich hinlaufe und gar nichts. Perplex, mich hat gerade ein Mais kaputt gemacht. Ja, dann warst du das doch. Du warst ja irgendwo around, aber ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich kurz gesehen und dann... So. Dieser Reim, ne? Ah, egal, die Runde ist total schlecht, aber es ist wurscht. Es kommt nicht auf gut oder schlecht an, es kommt darauf an, dass man Spaß hat. Ja, das stimmt. Alter, bist du da gerade rumgeflutscht? Nein. Na klar bist du da rumgeflutscht, gib's doch zu. Nein. Gib's doch zu. Nein. Ich glaube, ich habe die ganze Runde über noch keinen einzigen Kill gemacht. Oh, doch einen. Ich treffe aber auch nix. Immer dieser Mais. Aber ja, der Mais ist halt stark. Ich hab gerade eine Vampirblume kaputt gemacht, aber der Mais ist... Ich hab 2 Kills gemacht. Wann das denn? Ohne Scheiß. Ey, wenn ich langsam meine Kamera wieder anfängt, gescheit zu sein, dann kann ich auch mal irgendwie wieder spielen. Das ist doch total behindert. Ich sehe nur noch mich selber. Ich muss versuchen, irgendwie zu laufen, indem ich auf mich drauf gucke. Ich glaube, das kommt, wenn du irgendwie doof an der Wand spawnst. Ich hatte nämlich auch gerade eben ein Problem. Ja, aber die Kamera bleibt so. Wir stehen Mund. Kadi, spielst du gerade Brains? Nein. Wer bist du denn? Sag ich dir doch nicht. Ja, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Ich werde dich finden. Was war das denn? Hast du jetzt deine wahre innere Seite oder wie auch immer das nennt, rausgelassen? Nein. Deine wahre innere Besinnung. Bin nicht so fies. Das macht sie öfter, besonders wenn man dann irgendwie abends mit ihr im TS sitzt und dann lässt sie irgendeinen doofen Spruch los und dann kommt... Nee, das macht sie ja nicht nur, wenn sie Kinder brät. Deswegen braucht sie auch immer ganz viel Make-up vor den Aufnahmen. Was? Ja, du hast normalerweise ein Hexengesicht. War das Kadi? Nein. Aber das da ist Kadi, ich weiß es. Alter, ich schlachte hier gerade eins nach dem anderen ab. Sei froh, ich finde irgendwie gerade keine Gegner. Hallo, Willi. Nein. Oh, das gibt es ja nicht. Ich habe ja gesagt, ich finde dich. Wo wir gerade beim Thema waren. Guckte, seht ihr, wie die lacht? Guckt jetzt oben rechts bitte in die Facecam. Dann seht ihr sie lachen. Aus voller Röhre. Oh, ich bin eine Ziege. Hilfe, man schießt mir auf meine Hufe. Verdammt. Hallo, Kadi. Das war jetzt der Willi. Warte, ich mach noch extra für was für dich.
Oh Leute, ich schwebe. Au, 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 au. Ah, schön. Ah. Die Ziegenform, die ist schon lustig. Da habe ich gewartet. Auch wenn man dann? Auch wenn man dann meistens keine Chance mehr hat, jedenfalls nicht, wenn großartig was um einen drumherum passiert in dem Augenblick. Aber es ist ultra genial gemacht. Ja, das Lustige ist halt... Ja, erzähl du. Ich habe ultra viele Kills und alles jetzt natürlich verschenkt, weil ich jetzt die ganze Zeit mich selber angeguckt hatte. Man hat mich eingefrostet. Das war Fabi. Eingefrostet. Fabi hat ein silbernes Post-it. Frostbeule. Ja. Ach, gewonnen. Oh, das war ja eine schicke Angelegenheit. Ja. Jo. Jo. Putz den Arsch. Stehen. Hund. Hund? Ja, wir stehen Hund. Nur zwei Best... Oh, der hat eine Lavalampe. Lol, wie zwei Leute einfach alles haben, was man machen kann. Aber echt. Aber echt, hey. Aber echt, hey. Ja, also ich würde sagen, ne, das ist ein klarer Fall. Guck mal, ich habe mehr Punkte gemacht als der Willi. Schön, wie du den hebt. Und dann noch diese Lache. Jetzt bitte oben rechts in die Facecam gucken. Dankeschön. Nicht bei mir, bei Kalle. Ja, genau. Ja, guck ganz genau hin. Ja, guck dich das an. Guck dich das an. Ja, ganz. Dieser gesamte Moment ist ein Zusammenschnitt ihres Selbst. Dieses hämische Lachen. Dieses. Diese aufgeblasenen Backen. Was ist jetzt wieder? Kathi! Willi! Es reicht jetzt! Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist ja auch nicht Brains. Hast du eigentlich den Titel der Folge von gestern gesehen? Ja, hast du meinen gesehen. Es war sehr interessant zu sehen, wie anders wir das schreiben würden. Ja, vor allen Dingen, wie anders Leute das im Kommentar, in den Kommentaren schreiben. Da hat jemand wirklich dann geantwortet mit Ich hab wieder Tränchen in den Augen. Ach, Tränchen. Ja. Muss man kurz die Brille ausziehen, die sieht Vakuum. Brillo Vanillo. Was? Cheese Manisi. So, jetzt sind wir wieder im selben Team. Genau, los geht's. Jetzt machen wir alle fertig, würde ich sagen. Go! Go, go, Power, Flieger! Ich nehme mal Subnautica. Aber wenn du das sagst, denke ich an das Spiel. Das gefällt mir nicht. Da, 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 da. Die Orange, die rollt mir zu sehr zickzack. Nehmen wir lieber die Aua. Base Shot macht direkt Tode, das ist krass. Mich hat ein Schnapper mit Leopardenhut gefressen. Also nicht gefressen, aber geschnippschnapp. It's Brains. Ah nee, der gefällt mir jetzt hier nicht, der ist mir viel zu voll hier. Oh Gott, jetzt ist hinter mir. Ich wollte in das Portal, aber ich hab's nicht geschafft, da war leider ein Schnapper im Weg. Ich räche dich, Level 3! Ja. Ei. Wiederbeleben wäre toll gewesen. Die sind mir zu mobil. Ich kann den nicht ausweichen. T-Mobile, oder? Oh, wie süß, die hat einen Drachen auf dem Kopf. Hadi, den habe ich auch. Den hast du bei mir schon x-mal gesehen. Echt den goldenen, der sie so zusammengekringelt hat? Ja. Der ist so süß. Nimm dies Orange. Ich habe gerade was getötet. Oh. GZ. Super Gapnap hat mich gerade. Du hast eine Sache getötet. GZ. Ja, mich hat er gerade auch. Super Gapnap. Der Nap Gap. Er hat uns gegapnappt. Haha. Au. Das war lustig. So, was hatte ich denn hier? Super Kommando hatte ich neu. Heulsuse? Nein, die Namu Reuse hat mich gerade gekillt. Guck mal, wir haben Poki im Team. Ach so, Z3-Armbrust habe ich. Ist ja interessant.
Da haben wir die Kadi ganz zum Schluss gesucht und gefunden. Nur leider hat sie uns zuerst gefunden und uns dann leider gekillt. Naja, das passiert sogar den besten Mal. Schade, schade. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann.